Sägewerk haben wir damit abgeschlossen und dann haben wir wieder einen neuen Suchort, nämlich das Wohnheim. Und wir können uns mal wieder beim alten Auto austoben. Ja, ist inzwischen mein Lieblingsort hier. Nämlich überhaupt nicht. So, Pizzaschachtel. Da mussten wir zwingend die ganzen Gegenstände suchen. So, finden wir mal ein paar Gegenstände. Ja, das geht ja jetzt einigermaßen flott hier, weil wir das ja zum Glück kennen. Weil wir jetzt bestimmt genau die Gegenstände suchen müssen, die wir vorher nie finden sollten. Wie zum Beispiel den Drachen da oben oder ein Zerstörungswerkzeug. Ja, Zerstörungswerkzeug. Was könnte denn das sein? Das zum Beispiel. Dartpfeil suchen wir diesmal nicht. Ein Hamburger ebenfalls nicht. Wir suchen eine Satellitenschüssel. Ja, haben wir gefunden. Ein Telefon. Dem Bild habe ich noch nie ein Telefon gesehen. Das ist keins. Rasiermesser. Eine Schiffsbremse suchen wir mal wieder. Ich denke mal, das ist ein Anker. Ach, da war das Zerstörungswerkzeug. Ich weiß gar nicht, was das war. Ups. Ich knall die ganze Zeit gegen den Tisch, weil ich hier wieder mit den Beinen wackeln muss. Eine Schere haben wir da unten gefunden. Jetzt suchen wir nur noch die Schiffsbremse, das Rasiermesser und das Telefon. Ich höre im Hintergrund auf der rechten Seite ein Auto. Hier ist es warm. Ja, was gibt's denn hier? Was soll es denn hier geben? Hallo? Ach, da ist das Rasiermesser. Oh, Mist, 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 Mist. Was soll hier sein? Genau hier soll sich etwas befinden, aber... Ach, das Telefon. Ah, das habe ich auch nicht gesehen. Die Schiffsbremse müssen wir jetzt so finden und da war der Anker. Naja, naja. Gut, gucken wir uns mal im Wohnheim um. Allerdings haben wir da jetzt viel zu früh das Thermometer eingesetzt. What a nice place. It makes me feel nostalgic. I can't believe the girls may be involved in all of this. Tja, können wir alle nicht. Die Blume suchen wir nicht. Das da oben ebenfalls nicht. Rollschuhe auch nicht. Keine Karte. Setze die Wetterschilder an die richtigen Stellen. Okay. Schnee. Das kommt doch definitiv in den Winter rein. Schneemann. Sonne? Nee, das ist eine Sonnenblume. Mach mal das hier mal rein. Schlittschuh? Herbst? Herbst könnte das hier sein. Ist das Frühling? Das weiß ich gar nicht mehr. Da regnet es definitiv. Eine Sonnenblume. So eine Kugel würde ich doch eher da erwarten, aber das kann ja nicht richtig sein. Gut, das hier unten ist ja... Ja, das kann ja nur Winter sein. Ja, dann kommt hier der Frühling, der Sommer. Und dann kommt hier Herbst. Herbstregen. Regenschirm, Sonnenbrille, Sonnenblume. Ist immer noch nicht richtig. Obwohl, hier schmilzt der Schneemann. Das kann ja immer noch nicht richtig sein. Obwohl, das gibt's ja eher hier. Ach, so ist das richtig. Okay.
Na gut, waren wir doch schon irgendwie auf den richtigen Weg. Rätsel gelöst. Juwe, eine Seele kann in jeden Edelstein eindringen. Ja, haben wir mal die wertvollen Juwelen gefunden. Hier haben wir eine Fernbedienung. So, wollen wir mal was einpflanzen? Eine Sprosse. Wir suchen mal wieder einige Gegenstände hier. Pudding. So offen in der Sonne da ein Pudding liegen zu lassen, ist aber auch nicht gerade clever. Dass der nicht geschmolzen ist. Seil lässt Nägel strahlen. Radioaktivität. Da mal ein Teddybär. Eine Krawatte. Schlips. Gestreifte Socken. Ohoho. Briefmarke mal wieder. Ein Kassettenrekorder mal wieder. Ein Briefkasten. Endloser Modus offen. Aha. Was schaffst du? Wähle einen Ort aus und spiele gegen die Uhr. Bitte nicht. Du hast 50 Briefmarken eingesammelt und den endlosen Modus freigeschaltet. Aber kommt ja nicht auf die Idee, dass wir den spielen. So schnell werde ich das nie im Leben schaffen. Besen lässt Nägel strahlen. Da müssen die Frauen mal wieder her. Denn ich weiß beileibe nicht, was Nägel strahlen lässt. Bestimmt vielleicht so ein Nagellack? Mit Glanzfaktoren so ein Quatsch. Baue ich doch lieber mit den Rollschuh ab, den ich hier gerade suche. Unser legales Hilfsmittel haben wir ja nicht, blöderweise. Hier ist sogar ein Flugzeug. Entweder ist das eine Spiegelung und das Flugzeug kann in der Luft stehen bleiben. Ist ja auch irgendwie legitim. Da waren die. Das lässt Nägel strahlen. So, jetzt suchen wir nur noch das Papierflugzeug. Könnte ja auch das da oben sein. Das ist ja ein Flugzeug, aber das ist kein Papierflugzeug. Ist ja ein echtes. Da haben wir das Papierflugzeug und ja. Haben wir jetzt auch mal ohne Tipps gefunden. Das ist ein relativ neuer Raum. So, ins Postzimmer mit uns. Das kennen wir ja schon. Mit der Uhr da und der Giftbox diesmal. Die müssen wir diesmal nicht suchen, Gott sei Dank. Die Eule müssen wir nicht suchen, den Skorpion ebenfalls nicht, aber die Fliege. Ein Zankapfel, ist auch ein toller Name. Eine Vinylschallplatte, eine Briefmarke. Den Skorpion müssen wir nicht suchen. Das mussten wir doch hier einsetzen. Enthält Milch. Ah, was gibt's denn Schöneres als eine Milch? Die Voodoo-Puppe. Wir suchen keine Voodoo-Grafikkarte, sondern eine Voodoo-Puppe. Ein Bleistifthalter. Gräten. Oh Gott, was waren Gräten nochmal? Das weiß ich gar nicht mehr. Die Giftflasche suchen wir diesmal nicht. Ach, lasst mich doch in Ruhe. Ich klicke gerne mal irgendwo rum. Knochen, Rasier, Pinsel und Falle. Eine Falle suchen wir ebenfalls. Hier unten ist das Thermometer zur Not. Ach, den Rasierpinsel haben wir gefunden. Ach, da oben war die Gräte. Ach so, das sind einfach nur die Knochen von einem Fisch. Aber wir suchen ja auch Knochen. Die suchen wir ja auch. Vorher wieder mal ein bisschen was getrunken. Weil das Blöde ist, in diesem Wimmelbildspiel kann ich mich ja nicht so richtig aufregen. Und deshalb, wenn ich halt immer so dauerhaft leise spreche und immer so schön tief, ja, eben kriege ich das ja noch nicht so richtig hin. Das geht erst in den späteren Jahren so ordentlich. Ach, den haben wir gefunden. Ja, dann können wir jetzt uns eigentlich unsere Punkte versauen.
weil ich mal wieder nichts finde hier. Die Falle sehe ich selbst wenn es dunkel ist hier kaum. Es ist eigentlich schon dunkel genug hier. Ein Krabbenzeichen suchen wir lediglich. Da war das Krabbenzeichen. Fehlt uns nur noch ein Bleistifthalter und ein Knochen. Den können wir ja mit dem Thermometer suchen. Hier ist es erstaunlich warm. Da war der Knochen. Da war der Bleistifthalter. Naja, der war auch schon ein bisschen offensichtlich, aber naja. Haben wir auch das Postzimmer geschafft und nun ab in den Saloon. Was müssen wir denn hier diesmal suchen? Das nicht, das nicht. Ah, Milchpackung müssen wir suchen. Eine Filmrolle suchen wir nicht. Kriegen wir uns wieder die Punkte rein. Was war das? Eine Kokosnuss. Die Kokos ist auf den Kopf bekommen. Eine Bulldogge im Bild war das. Einen Vogel mussten wir suchen. Eine Spinne. Was zum Teufel ist ein Kaki-Rucksack? Telefon suchen wir nicht. Eine Aktentasche ebenfalls nicht. Oh, was können wir denn damit machen? Aha, aha, aha! Jetzt wissen wir also, wie man sein Geld am besten verstecken kann, indem man es in die Wand reinmacht. Also echt, eine bessere Methode würde mir da gar nicht einfallen. Obwohl, wenn man das jetzt ja weiß, dann werden die Diebe dann noch erstmal versuchen, das Haus zu suchen und dann halt die Wohnung mal die Tapete wegzureißen. Und dann werden sie erstmal merken, ja, der ist ja so dämlich, wie kann der denn erklären, wie der sein Geld versteckt? Schokolade, wo ist die Schokolade? Ich weiß doch genau, wie Schokolade aussieht. Sag mir nicht, ich kann hier die Schokolade nicht erkennen. Ich weiß doch ganz genau, wie hier Schokolade hier auszusehen hat. Dafür haben wir einen Kaki-Rucksack und einen Aschenbecher. Ja, ein Schürhaken. Schürhaken, was war denn nochmal ein Schürhaken? Nein, das war kein Schürhaken, das war ein Feuerzeug. Die Nase mal wieder ein bisschen dicht. Was sagt denn das Thermometer? Da war der Schürhaken. Und Schokolade. Wo ist die Schokolade? Ja, Pralines heißt das. Das ist zwar auch Schokolade, aber dies ist unter einen völlig anderen Begriff zusammengefasst. Und die wahre Natur haben wir abgeschlossen. Na Gott sei Dank. Kapitel 10. Die Zeit ist der Feind. Exakt. Setzen wir wieder unsere Lieblingsgegenstände ein. Wir haben mal wieder die Polizei, das Esszimmer, den Friedhof und das Theater. Ach, das Theater geht mal wieder von vorne los. Allerdings hast du bei der Polizei mit diesen wunderschönen... Was ist das überhaupt? Eine Ramme! Das passt ja wunderbar. Das passt ja 1A zusammen. Eine Ramme. Oh, Baby, ich ramme dir mal meine Ramme rein. Steckt richtig tief. Es könnten Kinder zugucken um 15 Uhr. So, Licht können wir wieder anmachen. Wo muss denn das Sternchen hin? Du bist mein Stern. Ich werde immer bei dir sein. Kennt das irgendjemand? Ja, Klopapier gibt's ja auch da. Einen Schuh haben wir gefunden. Natürlich auch einen Beweis. Hier oben haben wir ja die Tagebuchseite gefunden. Da oben ist auch ein Plastikmesser, das genauso breit ist wie diese Tür. Ja, mit so einem würde ich ja definitiv klarkommen. Was hatte ich letztens gesagt? Das ist ein PC. Nein, das ist ein Computer. Hey. Wieder ein Feuerzeug. Ach, hier muss der Stein eingesetzt werden. Ich wusste es doch irgendwie.
Polizeidienstmarke. Eine Brotscheibe. Streichhölzer. Handschellen suchen wir nicht. Auch die Spinne hier, die ist auch immer noch da. Bananen. Ja, da sind aber keine Bananen drin. Da ist einfach nur ein Kleiderhaken und eine Tasse. Das Größenverhältnis ist auch mal wieder toll. Ich frage mich, ob das mit den Größenverhältnissen Absicht ist. Das kann doch irgendwie kein Zufall sein. Hier ist die Mülltonne. It's a Zinn. Ein Zinn. Und die Sprungfeder. Mit legalen Tricks haben wir sie gefunden. Gut, dann ins Esszimmer hinein. Ins NC-Essenzimmer. Ach ja, die tollen Geistererscheinungen da mal wieder. Vielen Dank für die Blumen. Vielen Dank, wie lieb von dir. Manchmal spielt das Leben mit der Katze und Maus. Wird's das geben? Nee, wie war das nochmal? Ich weiß das gar nicht mehr. Tom und Jerry war das übrigens. Eine sehr schöne Serie. So, die Handtasche suchen wir diesmal nicht. Ein altes Telefon haben wir weiterhin gesucht. Die Katze suchen wir nicht. Ist die gerade aufgestanden? Ein Schallplattenspieler, einen Krug. Wo haben wir denn zuletzt den Krug gefunden? Da war der Krug. Da war die Glocke. Eine Kerzenscheffel. Was zum Teufel ist eine Kerzenscheffel? Eine Zuckerschale. Ja, wie hat denn eine Zuckerschale auszusehen? Ach, da gehören die Blumen rein. Vielen Dank für die Blumen. Vielen Dank für die von dir. Ein Ball. Eine Theatermaske. Rosenkranzperlen. Nein, das ist Obst. Das kann man ja schlecht unterscheiden. Perlen von Obst. Da waren sie, die Rosenkranzperlen. Eine Kerzenscheffel. Was zum Teufel ist eine Kerzenscheffel? Da ist eine Schere. Kleine Napoleon-Statue. Da ist sie. Ja, was darf ich mir denn... Ist das hier eine Zuckerschale? Ah, okay. Kerzenscheffel. Das ist irgendwas in der Nähe der Kerzen. Na, da sollte ich mich nicht lieber tot suchen. Da würde ich doch mal sagen... Ich suche das Thermometer, verdammt. Thermometer, wo bist du? Haben wir die Dinger überhaupt aktiviert? Doch, die sind aktiviert. Die sind aktiviert, aber ich suche sie. Da ist es. Ach so, damit kann man die Kerze auf sichere Art und Weise ersticken. Naja, müsst bedenken, ich bin ja 20 und von daher, da kennt man sowas ja ganz schlecht. Audrey, I found one more page. It's here, but only you can pick it up. Thank you. Unfortunately, one page isn't enough. If you don't help me, I'm afraid I won't find Patrick before Halloween. You must find the whole diary by yourself. My time hasn't come yet. Hurry, if you don't save Patrick, I will be forever imprisoned between worlds. Naja, du grausiger Mann, dem wir blind vertrauen. Jetzt sehe ich hier wenigstens ein bisschen mehr. Aber wir können uns ja mal durchklicken, ohne da mal zu gucken, was wir da suchen. Eine Tagebuchseite, warum gibt er die uns einfach nicht? Ein Schlüssel, wo könnte der denn passen? Schlüssel, wo passt du denn hinein? Wir müssen hier bestimmt mal irgendwas suchen. Finden wir eins, finden wir das andere nicht. So, ein Glücksschuh. Glücksschuh, wo haben wir den eigentlich gefunden? Hier war der Glücksschuh, der bescheuerte. Der Grashüpfer, wir suchen einen Grashüpfer.
Billy! Kann mir so wieder einen Kamm. Kann mir jemand sagen, wo der Kamm ist? Ein Glühwürmchen haben wir gefunden. Ein Buch. Warte mal, hier war doch der Schlüssel.